Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Landesum im LS22. Ja, es ist abgeschlossen, beziehungsweise die Rapsaussaat ist abgeschlossen. Ich möchte jetzt nur eben schnell den Kalkstreuer, ich habe beinahe gesagt, bedienen. Der kann hier nämlich schon mal Kalk ausstreuen. Das soll ja die Graswiese werden und wir können, ja, fahren wir eben einfach mal mit dem JCB da hinten hin, dann kann ich euch das zeigen. Da. Also der Raps ist im Boden, er muss jetzt nur noch gedüngt werden. Das machen wir, sobald der Kalkstreuer leer ist, beziehungsweise das Feld hier links gekalkt ist. Es ist eine wahre Pracht. Es hat ein bisschen was an Zeit gekostet, aber wenn der Raps denn reif ist, dann freue ich mich umso mehr. Hier rechts wird auch schon gepflügt. Der Landini hat gesagt, er schafft es. Und wir werden uns jetzt einfach mal wieder die große Sämaschine schnappen. Und hier rechts gleich Gras aussehen. Der Kalkstreuer dürfte ja relativ schnell damit ruhig sein. So, der Drescher ist leider auch noch nicht so gewaschen, wie ich das gerne hätte. Die anderen Maschinen auch noch nicht. Wird aber halt kommen. Ne? Also keine Sorge, keine Angst. Es wird halt kommen. So, den Dünger können wir eben nochmal auffüllen. Und schon mal Gras einstellen. Nicht Ölrettich, sondern bitte Gras. So, dann warten wir eben noch mal auf den Kalkstreuer. Hafer ist ordentlich was reingekommen, beziehungsweise wir haben jetzt 77.900 Liter Hafer und 79.000 Liter Weizen, den wir irgendwann verkaufen können werden. Wir haben auch noch einen ordentlichen Kontostand. Da weiß ich auch noch nicht, was ich damit anfangen werde. Ein Krampe ist im Angebot, aber wir haben noch keinen LKW. Ja, ist so ein bisschen. Aber der Glas, der wird mich ja schon reizen, ne? Also bin ich ja ganz ehrlich, so ein Teleskoplader. Der Hof wird ja auch irgendwann immer größer. Na komm, den kaufen wir uns jetzt. Dann kaufen wir uns aber auch gleich nochmal eine Schaufel und ich habe dann gesagt Besen dazu. Eine Schaufel auf jeden Fall. Eine Ballengabel. Palettengabel. Nee, Palettengabel lassen wir erstmal weg. Ach, der muss auch noch repariert werden. Dann machen wir das gleich mal als erstes. Gehen wir gleich. Ach, der Werkstatt-Trigger hat ja da nicht funktioniert, ne? Gut, dann nehmen wir die Gabeln, also die Schaufel und die Gabel gleich mit. Da habe ich mittlerweile auch so einen kleinen Trick immer entwickelt. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir auch ehrlich gesagt abgeschaut, aber funktioniert bis heute noch. Beziehungsweise, wenn man vorsichtig fährt, hält das sogar. Ta-ta-ta-ta. Ist der Knüller, oder? Ich weiß gar nicht, wer von euch da auch schon drauf gekommen ist. Ich musste mir das auch ehrlich gesagt abschauen. Und es funktioniert aber immer wieder. Jetzt würde ich gerne noch den Telelader. Ah, macht er wieder nicht. Warum nicht? Fahre ich mit dem großen Gerät noch ein bisschen weiter rein. Immer noch nicht. Ah, manchmal soll es nicht sein, ne? Jetzt? Er will nicht. Wieso will das nicht? Da war eben gerade irgendwas. Irgendwas hat sich gerade oben in der Liste verändert. Es will. Da. Bloß nicht so, wie ich will. Tor schließen. Nee, Tor wollen wir offen lassen. Wir wollen eigentlich bloß unser Fahrzeug reparieren, aber
Scheinbar will er nicht so, wie ich will, dann lassen wir es halt. Dann ist das halt immer so. Dann fahren wir damit. Nee, wisst ihr was? Wir kaufen uns noch was, weil es sind jede Menge Strohballen nochmal entstanden. Ja, ich habe es wirklich nicht mit dem Ladewagen gemacht. Ich habe es wirklich, ich habe mir eine Ballenpresse nochmal geliehen und Strohballen draus gemacht. Die werden wir jetzt aber auflösen. Ach, wir können auch den Standard nehmen. Wir wollen ja in Zukunft eh irgendwann mal Tiere haben. Ich glaube, den Silo King kennt mittlerweile jeder von mir. Wir nehmen uns einfach mal den Fahrersinn. Der kann 24 Kubik schlucken. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wunderbar. Und dann können wir gleich Ballen auflösen. Und die dann auch gleich in den, ich habe gerade gesagt, Fermenter geben. Dass wir auch Silage produzieren. So, dann pilsen wir jetzt einfach mal zum Hof. Und weil wir ja bei mir noch nicht genug Feldarbeit gesehen haben, bin ich fast am Überlegen. Willst du abbiegen? Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Doch, er will. Er hätte mich komplett hier beiseite geschoben. Muss aufgefüllt werden. Hast keinen Dünger mehr, ne? Oder der Kalkstreuer ist jetzt leer gelaufen. Nehmen wir gleich. Wo war ich? Da ich in etwas größere Maschinen investieren möchte, als wir die jetzt gerade haben, werden wir noch mal ein bisschen Geld ausgeben müssen. Weil die Sämaschine, sie ist echt mega gut und sie ist echt mega schön, aber sie ist ein bisschen zu klein für das riesige Feld. Das ist, das dauert elendig lange. Auch der Pflug ist eigentlich zu klein, aber jetzt kann ich den so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Hier haben wir noch ein bisschen was anderes zu tun. Das geht ja noch. Das riesige Feld hat er ja hinter sich. Eins fehlt ja nur noch. So, erstmal stellen wir das hier alles schön ab. Und der Kalkstreuer war leer. Oder ist leer. Den werden wir jetzt erstmal befüllen. Das heißt, wieder zum Händler Tigern bzw. Dackeln, den voll machen. Und dann müssen wir nochmal zum Händler Dackeln, weil wir brauchen ja auch Dünger. Alles nicht so einfach. Und er zieht hier seine Bahn. Ah, er hat Zeit. So, kommt da was? Ich hoffe gerade. Also die Bäume verdecken echt die Straße. Da werde ich mir auch noch mal was überlegen müssen. Aber bis jetzt klappt es noch. So. Und wenn wir auch gleich beim Händler sind, dann können wir uns auch gleich noch mal unseren Fuhrpark angucken. Ob wir da noch mal was optimieren können, müssen. Also so ungefähr ab 6 Meter wäre schon praktisch. Oder praktikabel. Die Sämaschine ist ja jetzt auf 6 Meter. Da müssen wir dann nochmal schauen, was Gruppe und so sagt. Wie gut, dass der Weg zum Händler nicht so weit ist, ne? So. Kalk können wir eigentlich gleich in rauen Mengen kaufen. Ich hätte ja beinahe gesagt, der kostet ja nichts, aber irgendwann wird alles teuer. So, wir brauchen noch ein bisschen Kalk. Kaufe ich gleich 8 Sack. Warum denn nicht? Dann können wir das gleich mal befüllen. So, und was sagt jetzt unser Fuhrpark, während wir befüllen?
Genau, wir haben ja den Mulch hier, der kann bleiben. Das stört mich jetzt eher weniger. Der Grupp hat auch 6 Meter, das ist auch okay. Kreiselecke kommt weg. Seetechnik. Genau, da könnten wir uns vielleicht nochmal eine Einzelkorn leisten. Spritze und so. Eigentlich kann das alles so bleiben, wie es ist. Denn da wir ja noch nicht genug Feldarbeit haben, hätte ich beinahe gesagt, holen wir uns noch ein bisschen mehr Feldarbeit. Und zwar die 50, 51 und 52 sind ja jetzt nicht die größten Felder, sind auch noch relativ in Hofnähe. Was kostet ein Feld? Ja, 300. Dann wären wir circa bei 500. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal die 3 Felder. Da, kaufen. Und dann haben wir auf jeden Fall genügend Felder und können damit auch Geld erwirtschaften. Jetzt haben wir noch 361. Ja, lassen wir das Geld mal noch ein bisschen auf dem Konto liegen, weil wir müssen uns jetzt ja noch was andere Seetechnik ka dazu kaufen. Einzelkorn wäre nicht schlecht. Die wäre ja hier. Da würde ich ganz gerne die von Lemken, das ist irgendwie mein Favorit, die würde ich ganz gerne noch dazu holen. Und um das Ganze auch zu ernten, brauchen wir noch ein Schneidwerk. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da gucken wir einfach mal nach dem Drescher, was der kann. Nee, wir haben ja den Case, ne? Den können wir auch den Case nehmen. 6 Meter. Kriege ich den noch so über die Straße eigentlich nicht? Ich glaube zumindest nicht. Haben wir den schon? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht. Jetzt haben wir das Schneidwerk. Und ja, Details. Oder ist das klappbar? Ich glaube. Nee, sieht nicht danach aus. So, gucken wir noch mal bei den Schneidwerken. Hier ist das von Case. Ja, da gibt es sogar einen Plattformanhänger. Wunderbar. In Rosselmesch, Ferguson, Case. Und oben drauf kann gerne so ein bisschen grau sein. Passt. Wunderbar, haben wir auch das passende Schneidwerk dazu. Noch ein bisschen Geld über. Sollte also klappen. Ist davon eigentlich eins reif? Ich hoffe nicht. Oder ja, wäre schön, wenn es reif wäre, aber. Nee, noch nicht. Gut. Die Sonnenblumen werden als nächstes reif. Das heißt, wir können dann auch als nächstes ernten. Dann haben wir jetzt schon so eine kleine Abstufung drin, von gerade angepflanzt bis ne, im Wachstum und höher. Das ist ja auch ganz gut. So, und dann warten wir wirklich die besten Verkaufspreise ab. Du musst leider noch ein bisschen warten. Du bist am Pflügen. Das läuft auch sehr gut. Dir kommen wir auch noch mal. Den können wir noch mal sauber machen und den auch parken. Und der Kalkstreuer ist voll. Läuft also. Machst du denn den Schotten dicht? Ja, machst du. Wunderbar. Der kann eher die Wiese nochmal kalken. Danach müssen wir nochmal ein bisschen Dünger holen, weil der Raps muss natürlich auch gedüngt werden. Und dann geht es hier Stück für Stück weiter. Beziehungsweise, was sagen denn die anderen Felder? Bitte nicht pflügen. Ui, gut. Gut, da können wir dann auch nochmal rüber düngen über die 51 und 52. Nee, nur 52. Okay.
Dann können wir die gleich mitdüngen. Dass wir da auch ein bisschen mehr Ertrag von dem Feld bekommen. So, dann können wir uns gleich nochmal um den Fermenter kümmern. Damit da auch das erste Stroh reinkommt. So, quer über den Hof müssen wir jetzt ja eigentlich nicht. Ja, kannst eigentlich auch hier deinen letzten Wegpunkt suchen. So, nee. Genau, einmal den Drescher beiseite. Da ist er auch angeschmissen. Einmal ab zum Waschplatz. Betanken können wir den auch später noch. So, stelle ich einfach mal ein bisschen blöd hier hin. So, und dann kümmern wir uns jetzt mal um das Stroh. Dann wisst ihr auch genau, was ich damit meine. Schaufel stellen wir gleich mal beiseite. So. Das bitte einmal runter. Genau. Wir brauchen nämlich nur die Ballengabel. Ah, jo. Klappt doch. So. Ist der Futtermischwagen genauso cool wie der vom Silo King, dass er die Ballen auflöst? Wenn ich die jetzt da reinschmeiße, oder bleiben die da ewig drin liegen? Habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Das heißt, wir haben jetzt mal ein Highlight. Mir ist einer daneben gegangen. Ja, doch, er löst sie auch auf. Cool. Das ist cool. Schmeißen wir gleich mal die nächsten Ballen rein. Da. Wir haben ja noch ein paar. Eigentlich können wir alle auflösen und sie zur Silage gären lassen, denn auch die wir beim ersten Mal von dem Feld runtergeholt haben. Fällst du wieder? Ja, du fällst wieder daneben, ne? Käsekuchen. Egal. Kommt halt zweimal rein. So, und beim Silo King ist das ja so, da kannst du ja, oder da kann man ja den Futtermischwagen komplett vollkippen mit Ballen. So, wir wollen jetzt aber den... Am genialsten wäre es ja, wenn wir noch einen Traktor davor hätten. Haben wir jetzt leider nicht, deswegen müssen wir das einmal so befüllen. So, ja, aber er saugt die anderen Ballen auch. Das klappt. Dann können wir schon mal den Fermenter wieder anschalten. So, aktivieren. Passt. Die ersten Silageliter laufen ein. Dann können wir danach Silage verkaufen. Kalkstreuer ist fertig. Ja, ich steige aus und gleichzeitig mache ich den Motor wieder an. Es hat auch was. War jetzt nicht unbedingt so mein Plan, aber es hat auch was. So, dann kannst du eigentlich hier den letzten Kalk ausbringen. Ich hoffe, ihr kommt euch dann nicht ins Gehege, aber schauen wir gleich mal. Genau. Habe ich jetzt... Ja, ich habe das richtige Feld. Gut. Bahn, ja, dürfte klappen, glaube ich. Wenn ich den jetzt so starten lasse, dass sie sich nicht ins Gehege kommen, du sollst bitte Gras anpflanzen. Passt auch. So, kriegst du auch einen Kurs. Zur Not werden wir nachsehen. Und dann klappt das. So. Das läuft. Alles läuft.
Wunderbar. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Über Feedback würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Über ein kostenloses Like oder kostenloses Abo. Lasst es euch gut gehen. Ich werde gleich hier noch weiter aufnehmen. Bedanke mich bei euch und bis denne.